gesehen hat und auch da sehr viel ausprobiert wird, mit welchen Systemen und mit Kamerasystemen, um einfach mit das bestmögliche Mittel, um den Schiri zu unterstützen. Oh, Fehler für mich. Oh. So knapp. Nee, kein Ausschlagfehler. Das Risiko ist einfach. Oh. Oder so, dass er vielleicht nicht auf den Sprung geht, um ein bisschen was seinen Körper zu schonen und erst wieder reinkommen möchte. Weshalb er jetzt am Anfang den Floater macht, aber er hat auch schon teilweise den Sprunganschlag, also den Sprungrotation. Gerade eben für einen Abwehrspieler, so, wenn man sich bemüht hat, den Ball oben zu halten, dann leicht, ich sag jetzt mal, dumme Fehler in Anführungszeichen. Oh, gut, ja. Block benutzt, aber noch zurück. Oh, mhm. Schön abgewehrt von Fede. Mhm. Zu spät auf Hoffi. Oh, eiskalt. Hey, den hat er runtergeholt. Muss man sagen, Dresden löst sich gerade, kommt in schwierige Situationen, schon in der Verteidigung und so weiter, lösen es aber trotzdem so gut, um Mimhausen dann doch noch unter Druck zu setzen, dass er dann nicht. So, Aufschlag, Pascal. Oh, ja, versuchen sie es auch mit dem Roller. Aber schön drüber. So, und ja. Das macht er gut. Oh, ja. Hoffi dran. Oh, Fede mit Versuch Nummer 2. So, was machen sie? Oh. Ah, beim dritten Mal kommen sie durch. Ja. Run, vielleicht Block waren nicht zu, meine ich. Ja, also, ja, Mitte, ja. Mitte kommt nicht hinterher, fliegt raus. Nimmst du mit, deswegen. Der ist gut, den merke ich mir. Ah. Ja. Der Dresdner Zuspieler kann das leider auch. Ja. Wobei er ja gesagt hat. Reisheiten irgendwie. Das wird ein Verkaufsseller irgendwann mal. Oh. Fede. So, alles drin. Oh ja, gut gelöst. Gerade wieder mehr Tipps auf dem Feld als alles andere. Allerdings, Jan hat natürlich keinen Anlauf gehabt. Ja. Eine schwierige Situation. Oh, und Ball bisschen weg. Gut Abwehr von Hoffi. So. So, und jetzt. Jetzt können sie sich vielleicht mal belohnen. Ja, schlechte Situation. Ah. Da lobst du noch die schnelle Schulter vom Hoffi, bloß die linke ist zu langsam. Ja, aber er hat also sogenannte Chicken gemacht, so quasi mit dem Wing, quasi den Ellenbogen raus. Ja, Dresden macht das Ding. Jungs, habt Spaß, aber gewinnt bitte nicht. Ja, also, kann immer noch frei aufspielen. Oh, schwerer Ball. So Netzroller sind auch immer eklig in der Annahme. So, du wartest auf den Ball, du kennst schon die Flugkurve halbwegs und dann bleibt er noch so irgendwie am Netz hängen und tropft so runter und du stehst schon quasi fest in der Position, um die Ruhe zu bewahren und dann den Ball zu spielen und dann tropft er ab und dann hast du... Vor allem von den Float-Aufschlägen. Die anderen gehen ja vielleicht noch, wenn man Glück hat, ein bisschen nach oben. Ja, haben noch ein bisschen Zeit. Ja, aber die Float, die rollen wirklich gerade so wie die Netzkante und tropfen dann irgendwie runter. Ah. Oh, Annahmeprobleme und aus. Ja. Johann wackelt gerade ein bisschen. Ja. Aber Annahme ist tatsächlich wirklich ein recht gutes Spiel. Schneider wackelt ein bisschen zu viel. In der Annahme, ja. 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 Oh, ja. Und das ist, lässt sich der Bock da ein bisschen verladen. Ja, und hier bestätigt es eben, oder auch der Diagonale eben, der Name Klappe. Gibt es immer sehr viele erste Bälle, die er gerne rüberspielt.